Ohne ein scharfes Messer funktioniert überhaupt nichts. Da kann man Fleisch oder Fisch erschlagen, aber nicht schneiden. Einige Menschen kennen mich ja als, sagen wir so, Spiritosen-Spezialist, aber eigentlich liebe ich das Essen und das Trinken. Und ich habe ja vor 20 Jahren schon ein Rezeptbuch herausgebracht und jetzt werden wir so im Kleinen so eine kleine Videosession machen, wo wir eben ja, unsere Freunde, unsere Follower informieren über gescheite Gerichte, die im Grunde genommen RZ, sprich ruckzuck zu machen sind. Heute mache ich als erstes einmal Thunfisch. Was brauchen wir? Ein gescheites Stück perfekter Thunfisch. An dem Tag gefangen und gekauft und verarbeitet. Also ein schönes Stück Thunfisch. Aus dem Stück Thunfisch mache ich heute zwei Gerichte. Eine Art Carpaccio und eine Art Tartar. Was wir dazu brauchen und wie ich es mache, das zeige ich euch jetzt. Das Erste, was wir mal tun müssen, ist einmal das Ganze dünn schneiden und schön oder weniger schön auf den Teller auflegen. So. Die Scheiben können ruhig ein bisschen dünner, dicker sein, ist überhaupt kein Problem. Der Teller ist gleich einmal voll. Machen wir ein bisschen mehr, dann können wir dann noch mehr Leute essen. Das Stückel Thunfisch ist gleich weg. Aber wie gesagt, Thunfisch hat verschiedene Stücke, die man kaufen kann. Und wenn man ja, was Gescheites haben will, gibt man halt ein bisschen Geld aus. Und dann hat man eben einen perfekten Thunfisch. Ein Stückchen noch hinauf. So, ich meine, die Übung war jetzt aber nicht so schwer, oder? Da ist der Thunfisch. Jetzt kommt ein bisschen grobes Salz drauf, aber nicht viel. Und jetzt habe ich drei Zaubermittelchen. Wir haben ja bereits in einer Folge angekündigt, was man aus Holunder alles machen kann. Das ist roher oder unreifer Holunder, die Knospen, in Olivenöl, in Essig gekocht. Da geben wir ein bisschen hinauf. Und es ist immer Olivenöl dabei, es ist Salz dabei, es ist Essig dabei. Voilà, das Gericht ist fertig.